Such, ihr Thomas alle Welt. Jetzt bei RFH aktuell am Samstag. Das sind unsere Themen heute. Taschenrechner des 17. Jahrhunderts vorgestellt. Historische Messgeräte kommen auf dem Regenstein zum Einsatz. Mobilität der Zukunft einfach auf Bestellung. Die Uni Magdeburg lässt ein Fahrrad autonom fahren. Mit Brian Boysen unterwegs in Dänemark. Eine Entdeckungstour auf Fenö. Drei von einem Schlag. Kabarettpremiere bei den Hengstmanns in Magdeburg. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Mobilität der Zukunft einfach auf Bestellung. Die Uni Magdeburg lässt ein Fahrrad autonom fahren. Ein führerloses Fahrrad rollt vor der Unimensa herum. Nichts, womit man jetzt so direkt rechnen würde. Aber im Umfeld der Otto-von-Guericke-Universität und ihren Laboratorien, da wo also die Zukunft schon heute gemacht wird, dennoch eine durchaus mögliche Szenerie. Ganz führerlos ist das dreirädrige Bike aber dennoch nicht. Ein unauffälliger Herr mit einem Gamepad spielt Fahrradslalom zwischen den Stativen der Fernsehleute. Denn dieser Medientermin vor der Unimensa ist der erste öffentliche Auftritt eines Forschungsprojekts, für das Professor Stefan Schmidt von der Maschinenbaufakultät verantwortlich ist. Er hat eine Vision, die er gemeinsam mit seinen Studenten verwirklichen will. Was wir mit dem Fahrrad zeigen wollen, ist ein Mobility as a Service. Das heißt also, das, was Google und Uber mit ganz großen Fahrzeugen machen, das wollen wir mit dem Fahrrad machen. Das heißt also, wenn ich einen Mobilitätsbedarf habe, dann fordere ich mir das Fahrzeug an. Es kommt dann zu mir. Da kann ich es dann in den manuellen Betrieb übernehmen. Das heißt, ich fahre ganz normal wie mit jedem anderen Fahrrad auch zu meinem Ziel. Wenn ich dann am Zielort angekommen bin, dann entlasse ich es einfach wieder. Dann habe ich also keinerlei Trage damit, sage ich einfach mal, das Fahrzeug jetzt wieder irgendwo abzugeben, sondern es fährt ganz allein wieder ins Depot zurück. So ein Vorhaben ruft natürlich die Medien auf den Plan, aber im Gegensatz zum Mitteldeutschen Rundfunk, der hier so schön filmt, erzählen wir Ihnen nicht, dass dieser Drahtesel das schon alles kann. Sie erinnern sich an den Fernbediener mit dem Gamepad. Denn das, was das Fahrrad einmal können soll, ist ja erst der Gegenstand der Forschung und die steht eben erst ganz am Anfang. Wir bearbeiten das in einem mehrjährigen Forschungsprojekt. Wir sind jetzt gerade in der Konzeptphase. Das heißt also, wir schauen uns mal an, was muss man eigentlich tun, um so ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Was muss es für Sensoren haben, braucht man für Aktoren. Und das, was wir heute hier ganz konkret gemacht haben, ist letztendlich Untersuchungen zur Akzeptanz des Fahrzeuges. Wenn also Passanten das Fahrzeug sehen, was denken sie dabei? Daraus leiten wir dann eben ab, zum Beispiel, wie schnell dürfen wir denn damit fahren? Ja? Was für Interaktionsmittel brauchen wir? Brauchen wir da irgendwie eine Klingel? Brauchen wir eine Leuchte obendrauf? Brauchen wir irgendwelche Displays zum Beispiel, die eben den Status des Fahrzeuges kommunizieren. Eine ganz, ganz wichtige Frage ist auch, wie lange würde man denn warten auf sein Fahrzeug, wenn man es ruft? Ja, dann kommt vielleicht heute raus, ja, 5 Minuten würde ich warten, 10 Minuten, naja, da wird es schon kritisch und 15 Minuten auf keinen Fall. Und daraus leiten wir dann eben ab, ja, wie schnell müssen wir denn eigentlich sein, wie viele Fahrzeuge brauchen wir denn, um diesen Service dann eben in der ganzen Stadt anbieten zu können. Dafür wurden zum Beispiel Psychologen mit einbezogen, die eben herausfinden sollen, wie so ein selbstfahrendes digitales Fahrrad vom analogen Menschen wahrgenommen wird. Und diese analogen Menschen werden in Zukunft vermehrt Prototypen im Stadtgebiet begegnen, wo in den kommenden Jahren das Fahrrad immer selbstständiger werden soll. Eine schwierige Aufgabe, für deren Lösung Professor Schmidt verschiedene interdisziplinäre Forscher zusammenführt, denn neben den Maschinenbauern, die beispielsweise die Hardware entwickeln, gehören natürlich auch Computerspezialisten, Informatiker und Formgestalter zum Team. Wir werden jetzt in der Umsetzungsphase, die jetzt ab 2019 anfängt, permanent mit den Fahrzeugen unterwegs sein und Sensortests machen. Wir werden also mal schauen, so in Magdeburg, wenn wir auf dem breiten Weg fahren, was sieht die Kamera da eigentlich? Was sieht der Laserscanner, der jetzt angebracht ist? Und eine ganz konkrete Erprobung, so dass man wirklich, dass ich das Fahrzeug rufen kann, das wird wahrscheinlich so ab Mitte 2020 starten. Wie es mit dem Forschungsprojekt weitergeht, die Verantwortlichen haben versprochen, uns auf dem Laufenden zu halten. Vielleicht nicht ganz uneigennützig, denn schließlich soll beim zukünftigen Nutzer schon mal das dringende Bedürfnis geweckt werden, einen Drahtesel per Handy zu bestellen.
Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Zum Ende der Woche erwarten uns jede Menge Wolken und leichte Regenschauer. Am Sonntagmorgen ist es teils wolkig und teils heiter bei Frühwerten von 1 Grad. Mittags ist es bedeckt und das Thermometer klettert auf 9 Grad. Am Abend bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten um 7 Grad. Nachts gibt es leichten Regen und die Temperaturen liegen bei 4 Grad. Zum Start in die neue Woche lässt sich auch zeitweise wieder die Sonne blicken bei sonst wolkigem Himmel und Tageshöchstwerten von 10 Grad. Für die Germanen geht es nun in die nächste Partie gegen den Vorletzten der Tabelle, TSG Neustrelitz. Das Heimspiel wird am Mittwoch um 19 Uhr im Halberstädter Friedensstadion angepfiffen. Der VfB Germania Halberstadt freut sich auf die reichliche Unterstützung der Fans. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Lust auf ein tierisches Vergnügen und viel mehr? Nerolis Hexenbaude, der Kiosk am Tierpark Thale und die Bodetal Tourismus GmbH laden am 31. März zum ersten Ostermarkt ein. Freuen Sie sich auf das Frühlingserwachen im Tierpark auf dem Hexentanzplatz und verschiedene regionale Leckereien und Geschenkartikel von Händlern und Geschäften der Harzregion. Für echt tolles Kinderprogramm sorgt Hexe Elli mit ihrem neuen Buch und sie schickt die Kids durch den Tierpark auf die spannende Jagd nach dem Hexenbesen. Also nicht verpassen, den ersten Ostermarkt am 31. März im Tierpark Thale. Natürlich für die ganze Familie. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbel Müller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie! AOK-Versicherte haben's besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo GameStars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le car, le caractère. Citroën. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Fantasievolle Geschenke, die wirklich Freude machen. In der Geschenkboutique von Möbel Müller in Thale.
Setzen Sie gelungene Akzente in den eigenen vier Wänden. Jetzt inspirieren lassen in der Geschenkboutique von Möbel Müller in Thale. Möbel Müller in Thale. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Taschenrechner des 17. Jahrhunderts vorgestellt. Historische Messgeräte kommen auf dem Regenstein zum Einsatz. Jahrhundertelang wurde auf der Burg und Festung Regenstein bei Blankenburg gebaut. Das, was heute noch dominiert, sind in den Sandsteinfelsen geschlagene Höhlen. Die bereits im Mittelalter aufgegebene Burg der Regensteiner Grafen wurde Ende des 17. Jahrhunderts als Festungsanlage von den Brandenburgern wieder zum Leben erweckt und dann auch von den Preußen erweitert. Sie wollten eine strategisch günstige Ausgangsposition gegenüber den Braunschweigern haben. Auf dem Gelände wurden zahlreiche Bauten errichtet, Erdwälle aufgeschüttet und Mauern gezogen. Unter anderem gruben sie mit 197 Metern den tiefsten Brunnen der damaligen Zeit. Das geschah unter Anleitung der Ingenieuroffiziere, der Architekten des 17., 18. Jahrhunderts. Wenn sie auch noch nicht über die hochmodernen Messgeräte von heute verfügten, so konnten sie doch mit Hilfe der geometrischen Funktionen von Dreieck und Strahlensatz alles Notwendige berechnen bzw. ablesen. Einige Messgeräte des 18. Jahrhunderts stellt der Vereinsvorsitzende von History for You, Jörg Reimann, am ersten Thementag diesen Jahres den Besuchern vor. Ja, es gab auch Taschensonnenuhren, damit man auch unterwegs die Zeit entsprechend ablesen konnte. Und Voraussetzung war natürlich, dass die Sonne scheint, das ist klar. Und dann konnte man über diesen Faden, Kompass entsprechend ausgerichtet nach Norden, konnte man dann die Zeit ablesen hier an diesem Schatten, den der Faden auf der Skala dann geworfen hat. Für die Nacht, da scheint ja die Sonne eher selten, da gab es auch eine interessante Zeitmesseinrichtung. Und zwar diese Sternenuhr hat eine Öffnung in der Mitte. Und diese Öffnung, die nimmt man zum Anpeilen des Polarsterns. Der Polarstern, der verändert seine Position während der Nacht praktisch nicht. Und als zweiten Stern, der um den Polarstern herumwandert, nimmt man den hellsten Stern aus dem kleinen Wagen. Man stellt jetzt zunächst mal das Datum ein, das heutige Datum, und würde dann mit diesem beweglichen Zeiger den Stern aus dem kleinen Wagen anpeilen und könnte dann die entsprechende Nachtzeit hier an dieser Skala ablesen. Auch dieses hier ist ein Winkelmessgerät, was schon sehr früh entwickelt wurde. Und zwar handelt es sich um einen Oktanten. Der Oktant, der Name verrät es schon, ist ein Achtel des Vollkreises. Der Vollkreis mit 360 Grad würde also dann beim Oktanten bedeuten, wir haben hier einen Winkel von 45 Grad. Und das Interessante ist dabei, dass wir aber bis zu 90 Grad Winkel ablesen können. Das liegt daran, dass wir hier durch eine kleine Öffnung durchschauen, dann wird der Lichtstrahl hier gespiegelt und über einen zweiten Spiegel erhalten wir dann das Bild wieder zurück. Und durch diese doppelte Spiegelung ist es also möglich, auf 45 Grad 90 Grad abzumessen. Das Interessante dabei ist, dass dieser Oktant auch schon einen Nonius hat. Das heißt, wir können also hier auch auf Zehntel Grad genau ablesen. Das ist also ein
hocheffektives Messgerät. Und das wurde nicht nur in der Seefahrt eingesetzt, sondern eben auch in der Landvermessung, zum Beispiel bei den Festungsbauten. Ja. Der etwas später entwickelte Sextant ist meist aus Messing hergestellt, weil sich erwiesen hat, dass in der Seefahrt bei der ständigen Feuchtigkeit auf dem Meer die Holzkonstruktion sich verzogen hat und aufgequollen ist und die Messergebnisse also nicht mehr so ganz genau waren. Und deswegen hat man also dann hier das aus Messing hergestellt. Eine raffinierte Erfindung, auch aus der Festungszeit des Regensteins, ist dieser Einhandzirkel. Den kann ich also ganz bequem mit einer Hand auf jede beliebige Zirkelspanne einstellen. Ja, es handelt sich hierbei um einen Quadranten, also um einen Viertelkreis. Und man kann hier mit Winkel bis zu 90 Grad abmessen. Das sind meist Höhenwinkel für zum Beispiel die höher gelegenen Bastionen beziehungsweise auch für die Neigung der Festungsmauern. Also eine Besonderheit ist dieser Zirkel, der zwei Spitzen hier unten und zwei Spitzen hier oben hat. Und eine verschiebbare, einen Kulissenstein sozusagen und ein entsprechendes Skalen. Und auf diesem verschiebbaren Teil ist eine Markierung angebracht und die steht jetzt hier auf 2. Und damit kann ich also jetzt multiplizieren bzw. dividieren. Wir können also uns auf dem Lineal eine Zahl abgreifen, zum Beispiel 2. Und können dann, weil wir ja durch 2 dividieren wollen, ablesen, 2 durch 2 ist 1. Die zweite Skala ermöglicht es, die Kantenlänge eines Vielecks zu ermitteln, wenn ich den Radius des umschließenden Kreises kenne. Beim Sechseck, das kennt man aus dem Geometrieunterricht, ist die Kantenlänge gleich dem Radius. Und wenn wir jetzt uns hier die Kantenlänge 1 nehmen, dann können wir ablesen, dass beim Siebeneck natürlich logischerweise die Kantenlänge für das Siebeneck wesentlich kürzer ist. Und auf der Rückseite können wir außerdem noch ermitteln die Kantenlänge für Quadrate bzw. für Körper, die also ein Vielfaches des vorgegebenen Körpers dann sind. Ja, dieses sehr handliche Werkzeug gehörte im 18. Jahrhundert zur Ausrüstung jedes Ingenieurkondukteurs oder jedes Ingenieuroffiziers. In einigen Berufen wird also dieses Werkzeug auch noch verwendet, zum Beispiel bei den Steinmetzen. Übrigens, nachdem die Franzosen 1757 die Festung eingenommen und sie mit Hilfe ihrer Architekten weiter ausgebaut hatten, eroberten die Preußen sie im Februar des darauffolgenden Jahres zurück. Ein gezielter Kanonenschuss traf vor 260 Jahren das Brunnenhaus und zwang die Franzosen zur Kapitulation. Die Preußen zerstörten dann alle Festungsbauten, weil sie strategisch nicht mehr wichtig waren. Mit Brian Boysen unterwegs in Dänemark, eine Entdeckungstour auf Fenö. Ah, so, bin durch. Das reicht jetzt. Wollen wir schön nach Dänemark fahren, ein bisschen entspannen und es gut gehen lassen? Ja, geil, voll dabei. Ja? Ja, mega. Dann los, komm. Und los geht's, ab auf meine Lieblingsinsel Fenö, westlich von Jylland. Dieses Mal mit meinem Sohn Jaden im Gepäck. Auf der dänischen Nordseeinsel wollen wir ein paar Tage zusammen entspannen und die Ruhe genießen. Bereits auf der Fähre von Esbjerg nach Nordby kommt schon richtig Urlaubsstimmung auf. Und ein cooles Selfie mit Sohnemann muss natürlich auch sein. Dann ist nur noch ein kleines Stück bis zu unserem traumhaften Ferienhaus, nur wenige Meter vom Strand entfernt. Der Ausblick vom Balkon ist einfach der Hammer. Also die Füße hochlegen und einfach den Sonnenuntergang genießen. Nach einer entspannten Nacht in dänischen Betten treffen wir auf meinen alten Kumpel Jesper Voss. Er ist der Oyster King von Fenö. Mit ihm geht's heraus ins Wattenmeer, um nach besonderen Bewohnern Ausschau zu halten.
Aber erstmal müssen wir durch eine Mischung aus Wasser, Sand und Schlamm warten. Natürlich barfuß. Unterwegs gibt's eine kleine Mutprobe für Jaden. Und wir schlürfen ein paar Herzmuscheln zum Frühstück. Weg damit. Ich esse das nicht. Scheiße. Das ist super. Ja? Und? Lecker? Lecker. Und dann sehen wir sie auf der Sandbank. Die Robben. Das Geigeriff ist die beste Stelle im Nationalpark Wattenmeer, um sie zu entdecken. Was für ein beeindruckender Ort hier. Bis zu 200 freilebende Tiere kann man hier beim Dösen und beim Sonnenbaden beobachten. Zeit für ein paar coole Schnappschüsse, bevor es zum nächsten Highlight geht. Jaden und ich haben jetzt so richtig Bock auf ein bisschen Männer-Action. Deswegen fahren wir dahin, wo ich am liebsten bin, nämlich am Strand. Ja, wir sind jetzt hier in Rüdbystrand, perfekt für Strandsegeln. Es gibt eine Strecke von über 3 Kilometern, wo man hin und her fahren kann. Ja, und das wollen wir beide uns mal zusammen testen heute. Gucken, wer schneller ist. Wer schneller ist, bin ich 100 Pro. Nee. Ja, doch, auf jeden Fall. Das wird mega. Let's go! Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten gehe ich als alter Hase deutlich in Führung. Aber der Nachwuchs lässt nicht lange auf sich warten. Danke, dass mein Dad auch mal da ist. Das ist nämlich ziemlich langsam, aber es kriegt mega Bock. Das ist so, so geil. Ich empfehle es jedem, der mal hier ist, auf jeden Fall mal Blowkarten zu gehen. Das macht mega Spaß. Ah, wo bleibst du langsame Schnecke? Tja, die Kinder denken immer, sie können alles besser. Nach so viel Aufregung ist es Zeit, wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Deshalb geht es als nächstes zu Jakob Sulestedt. Er ist Küchenchef im Sønderhoog Kro, einer der besten Restaurants hier in der Region. Zuerst gibt es eine kleine Führung durch die gemütliche Gaststube. Hier wird in typischer dänischer Atmosphäre regionale Spezialitäten serviert. Der Sønderhoog Kro wurde 1722 erbaut und gilt als älteste Gebäude der Insel. Da die Küche auf der wilden Fauna des Wattenmeers basiert, machen wir mit Jakob einen Spaziergang ins Watt, um hier ein paar Kräuter für unser Rezept zu sammeln. Ich habe genau das richtige Schuhwerk an hier heute. Ja. Ein absolutes Trendgemüse, das hier auf den Salzwiesen der Nordsee wächst, ist der Strandqueller, auch Wattspargel genannt. Super lecker, noch eine schöne salzige Note. Jaden, was meinst du? Mal probieren. Lecker. Der ist sonst nie was Grünes. Ja, echt gut. Salzig. Mit dem Korb voller Kräutern geht's zurück zu Sønderhoog Kro. Hier zeigt uns Jakob, wie man ganz easy eine coole Vorspeise mit Steinbutthaut zaubern kann. Dafür muss die knusprige, gebackene und abgekühlte Fischhaut ein paar Sekunden in heißes Öl getaucht werden, bis sie so richtig aufpufft. Sieht richtig geil aus. Jaden will es auch direkt mal ausprobieren. Macht er gar nicht so übel. Eben ganz wie der Papa. Dann werden die ganzen frischen Kräuter fein gehackt und in eine aufgeschlagene Mayonnaise gegeben. Das Ganze kommt zusammen mit dem Crumble vom geräucherten Scholle als Dip auf den Teller. Die gepuffte Steinbutthaut wird schön angerichtet und mit Kräutern dekoriert. Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Das Besondere ist, das ist ein Starter aus Fähne mit Backskull, also ein traditionelles Fisch. Und ja, den Steinbutt, wir haben ja auch Steinbutt hier in das Wattenmeer. So, das ist ein typisch Fähne-Gericht. Crunchig, salzig, der coolen Rauchgeschmack noch von den geräucherten Flunder dadurch und dann mit den Kräutern, die wir gesammelt haben, die das alles noch so eine süße, salzige Geschmack am Ende gibt. Also wirklich super, super lecker. Und ich hoffe, ihr macht das alle zu Hause auch nochmal nach. Und wenn nicht, müsst ihr hierher kommen. Muss probieren. Und so geht ein aufregender Tag auf die Insel Fänö zu Ende. Und Jaden habe ich definitiv auch meiner Heimat ein Stück näher gebracht. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige.
Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH – Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. 3 von 1 Schlag. Kabarettpremiere bei den Hengstmanns in Magdeburg. Gesegnet sind die Bekloppten. Wieso? Die brauchen keinen Hammer. Pass mal. Sag mal, du hast doch in deinem Werkzeugkasten auch nichts weiter als Dünnbrettbohrer und eine geistige Flachstange. Na gut, jetzt hör doch mal auf. Was denn? Mein zu spät kommen hat einen Grund. Also neuerdings auch noch einen Grund. Es hat einen Grund, ich habe den Alten gesucht. Was machst du sowas? Der Alte ist weg. Wie weg? Ich habe überall geguckt, es ist nur ein Zettel. Ein Zettel, hier, auf dem stand. Bin gleich wieder da. Bin im Wald. Im Wald. Das steht da drauf, bin im Wald. Der Alte ist im Wald. Im Wald, keine Ahnung. Der ist im Wald. Und deswegen komme ich. Da erledigt sich doch mein Problem mit ihm vielleicht bald biologisch. Uiuiui, der Ton in der Hengstmann-Familie scheint ganz schön rau zu sein. Zumindest auf der Bühne, aber diese Inszenierung eines Generationenkonflikts ist die Voraussetzung für das neue Dreierprogramm 3 von 1 Schlag. Das am Donnerstag Premiere hatte. Der Vater tauchte alsbald auch auf der Bühne auf mit einem Bündel Holz, mit dem man zukünftig die Gerüchteküche anheizen wolle. Aber du willst doch hier wohl nicht ernsthaft die Diktatur zurück. Nein, Mensch, Junge, was ich sagen wollte. Es war nicht alles. Sag es nicht! Ganz vorsichtig. Nein, was ich. Es war nicht alles. Was? Richtig! Ui! Aber na? Es war auch nicht sag alles. Sag es nicht! Papa, siehst du mal. Kannst du die Frage wieder anziehen? siehst du mal so. Wie denn? Ja, siehst du einfach mal so. Ja, ich meine, wir Deutsche, ja, wir lebten doch quasi Jahrhunderte in einer. Ach, wie ich Ihnen das jetzt? In den Klauen ja. Einer stinkenden, faulenden, absolutistischen Monarchie. Genau. Dann aber auch in 2 farblich voneinander unterschiedlich gestalteten Diktaturen. Ja. Ja. Einmal 12 Jahre alle Deutschen und dann aber 40 Jahre nur 17 Millionen. DDR. Was?
der doofe Rest. Damit er das jetzt auch versteht. Moment. Nur wer wie ich 40 Jahre in einer Diktatur gelebt hat, der ist fähig und in der Lage, eine Demokratie zu ertragen. Mein Gott! Nach dieser Eröffnungsnummer, abgeschlossen mit einem Lied, blieb der Senior ganz allein auf der Bühne zurück, nur mit seinem elektrischen Piano, um ein bisschen mit seinem Alter zu kokettieren. Das Einzige, was uns Männer also äußerlich altern lässt, das... Die sind wirklich die... Ja, heute ist Frauentag, vielen Dank, liebe Frau. Nein, was ist das? Und die, nur die Äußerlichkeiten, das Haar wird... Also Schütterer habe ich mir nicht reingeschrieben, weil das, wenn ich aufkriege, kann ich das nicht aussprechen. Schütterer. Ich sage einfach nur dünner. Und heller. Ja, ich trage schon seit vielen Jahren die Sigmund jenen Gedächtnisversuch. Morgenröte Raupenkranz. Deine Haare, Frankie, Frankie. Ja, wie es sich für ein Dreierprogramm gehört, bekam jeder der drei Hengstmänner sein Solo. Und während Sebastian über die um sich greifende Meckerkultur in Deutschland philosophierte und was das für einen Kabarettisten bedeute, erklärte Tobias die deutsche Parteienlandschaft nur mit seinem Schlagzeug. Die Bassdrum ist ja zum Beispiel hier die Merkel, oder? Ja, die Merkel, die Basis, das geht mit dem Tritt, ja, also da tritt man auch ein Pedal drauf, das geht das so, ja, die Merkel, hier oben haben wir die SPD, ja, merken Sie das, ja, Donner? Es wird immer leiser, ja, das ist die SPD, ja, so, ja. Und zusammen klingt das dann so, CDU, also die Merkel und die SPD klingt dann so, ja, und die Snare dran, ist dann die Union. Ja? Gib den Ton an. Ja. Ist verrückt, oder? Meine Damen und Herren, Sie hören gerade die große Koalition. Ruft sich ein, oder? Mal wieder. Ja? So. Oh Gott. Entschuldigung. Na, was poltert denn da von rechts außen hin? Die AfD, natürlich die AfD hier. Heikles Thema, AfD. Ich kann noch Poggenburg, pass auf. Natürlich durften Mats und Malte in so einem Programm auch nicht fehlen. Der ewige Student Malte und sein proletarischer Widerpart mit dem Magdeburger Idiom arbeiteten sich am Wahlverhalten ihrer Mitbürger ab, wobei Matze sich als Meinungsforscher betätigte. Schlussendlich will man gar seine eigene Partei gründen, die allen nach dem Mund redet, damit man auch ja einen Platz im Landtag bekommt. Bei aller Liebe, Herr Fest, aber um in Deutschland eine Partei zu gründen, da braucht es ja immer mindestens drei Parteimitglieder, also Gründungsmitglieder. Nicht hier? Dann machst du mit. Was? Dann machst du mit, pass auf, ich als Parteivorsitzender. Ich mache dich ganz spontan zu meinem Generalsekretär. Das ist ja nett, aber was ist denn, wenn ich jetzt gar nicht Generalsekretär werden möchte? Ach, du möchtest ja nicht. Naja, also jetzt mal. Pass mal auf, dann mache ich dich die Merkel. Ja? Da mache ich dich die Merkel. Wie? Naja, ich mache dich zu meinem Generalsekretär. Und da musst du nicht mal Ministerpräsidentin in Saarland gewesen sein. Ja. Also nehmen wir jetzt mal an, ich würde das jetzt mitmachen, ja, einfach um mal zu gucken, wie sich die Sache so entwickelt. Ja. Und ich würde jetzt tatsächlich Generalsekretärin deiner Partei werden. Genau. Wie soll das weitergehen? Ich Generalsekretär, du Parteivorsitzender? Aber ich bin Parteivorsitzender, du ja. Aber was ist denn mit... Was ist mit mir? Ich stehe ja schon wie Schellusche die ganze Zeit. Na, Matze, Junge, du bist
Mitglied. Aber nee, wir haben noch eine ganz grundlegende Frage noch gar nicht geklärt. Welche? Ja, das Programm. Wir brauchen ein Programm. Du, nehmen wir das Programm von RTL 2, dann müssen wir uns nicht groß anschauen. Zu den Höhepunkten des Programms durfte das Doppel von Frank und Tobias Hengstmann zählen, bei dem ein übrig gebliebener Militarist aus dem Altenheim auf einen Bundeswehroffizier trifft. Eine Situation, über den Zustand der Bundeswehr zu sprechen und die aktuelle Verteidigungspolitik auf die Schippe zu nehmen. Weil diese Weicheier nicht mehr einfach in der Lage sind, hier wirklich mal ordentlich fürs Land Scheiße zu sprechen, die sitzen wohlbehütet im Auditorium Maximum und lassen sich dann drittes Ei wachsen. Verfranz, muss ich aber sagen, Ihre eben gestellte Ruhe! Heute ist Frauentag, da bringt das nichts mit Ruhe. Nein, falls eben Ihre erstellte Analyse ist leider nicht ganz richtig mit dem Eiwachsen. Was? Weil es nach einiger Zeit gibt es auch... Was meinen die denn jetzt? Gibt's auch Frauen beim Bund? Ah, Hans! Ist ein Arzt im Saal? Pass auf damit! Kann ruhig ein Zahnarzt sein? Lassen Sie mich in Ruhe! Wer inhaltlich für die einzelnen Nummern verantwortlich zeichnete, ist natürlich wie immer ein Geheimnis, so dass hier ein kollektives Lob angebracht sei. Auch die Spielfreude der drei ist hervorzuheben. Anteil daran hat sicher auch Regisseur Bernd Kurt Götz, der ein wenig die Oberaufsicht über die drei Individualisten übernahm. Und besonders erfreulich, es gab nur einen einzigen Witz auf Kosten übergewichtiger Menschen. Sebastian Hengstmann hatte deswegen meine uneingeschränkte Solidarität, denn auch er ist nicht dick, sondern stattlich. Zu bewundern demnächst auf der Bühne im Kabarett nach Hengstmanns, denn die haben so viele Eintrittskarten, die verkaufen sie sogar. Geld kann eben doch ganz gewaltig Das Küchenstudio Spiegelstraße in Halberstadt. Ihr 1A-Fachhändler vor Ort bietet alles, was das Herz begehrt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Montage wird Ihr Küchentraum zur Wirklichkeit. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert vom Küchenstudio Spiegelstraße. Im Rahmen des Wernigeröder Museumsfrühlings lädt der Wernigeröder Geschichts- und Heimatverein am Sonntag, dem 25. März um 14 Uhr, alle Interessierten zu einem Vortrag Die zweite Geschichte des Buchenwald-Außenkommandos, Richard und seiner roten Kapus, in die Mahn- und Gedenkstätte am Feckenstädter Weg ein. An jedem letzten Montag im Monat trifft sich im Gleimhaus der Gedankenclub. Die Besucher sind dabei eingeladen, die Fragen des Lebens und der Welt zu diskutieren, die sie am meisten bewegen. Der Gedankenclub am Montag, dem 26. März, beginnt um 19 Uhr und dreht sich um Gleims Erklärung für den Mangel an Klugheit unter den Menschen. Kommt am 27. März in die Ostereierwerkstatt im Ökogarten Quedlinburg. Hier könnt ihr von 10 bis 13 Uhr Eier auspusten und nach Belieben eure eigenen kleinen Ostereier gestalten. RFH zeigt, was den Harz bewegt. RFH, einfach näher dran. Ich grüße Sie herzlich zu einem neuen Spezial aus der Keramikscheune in Spickendorf, dem Dekoparadies direkt an der B100 zwischen Halle und Bitterfeld. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen Sie ein bisschen heute auf das Osterfest, auf den Frühling einstimmen. Und dabei wird unter anderem auch dieses lustige Osterei hier eine gewichtige Rolle spielen. Denn Sie haben heute eine kleine Aufgabe, liebe Zuschauer. Es geht um ein großes Gewinnspiel. Sie müssen nämlich im Laufe der heutigen Sendung Ostereier zählen. Dafür gibt es natürlich etwas. Für jedes gezählte Osterei gibt es einen Rabattprozentpunkt hier beim Kauf der Produkte hier in der Keramikscheune. Also schön fleißig die Eier zählen und wenn sie herkommen, einfach sagen, wie viel sie entdeckt haben. Mehr wollen wir nicht von Ihnen wissen. Ich hatte es schon erwähnt, wir schauen uns ein bisschen hier heute um und es geht natürlich um die große Osterausstellung, die man seit Wochen schon vorbereitet hat.
Das Osterfest steht vor der Tür, liebe Zuschauer. Und hier in der Keramikscheune in Spickendorf ist man schon voll und ganz auf das Frühlingsfest eingerichtet, nämlich mit der nagelneuen Osterausstellung. Und jetzt nochmal zur Aufklärung. Liebe Kinder, Osterhasen essen keine Eier, sondern Möhren. Wir reden jetzt über Osterdekorationen. Das mache ich mit Sandra Rehnig. Sie ist nämlich Dekorateurin und Expertin für Gourmetfragen hier bei der Keramikscheune, Verkaufsberaterin. Sie wissen hier gut Bescheid. Und Sie haben sich eine ganze Menge Mühe gegeben. So sieht's aus. Sieht ziemlich bunt aus. Wie lange haben Sie an dieser Ausstellung gearbeitet? 3 Wochen. 3 lange Wochen. Weihnachten abgebaut, Ostern aufgebaut. Da ist jedes Ei und jede Figur an seinem Platz, wo sie hingehört. Auf was haben Sie in diesem Jahr Wert gelegt? Was bieten Sie an? Wir bieten an unsere Göbelhasen, unsere Jahreshasen von Göbel, da legen wir sehr viel Wert drauf. Da haben wir Stammkunden, die kommen jedes Jahr, die kaufen die, es kommen neue Sachen dazu. Wir haben Hutschenreuter, da gibt es auch Jahreseier, Jahresglocken, da legen wir sehr viel Wert drauf. Und was natürlich nicht fehlen darf, aus dem Erzgebirge, unsere Osterhasen, das ist natürlich auch Tradition und die wollen wir auch ein bisschen beibehalten. Aber was man hier auf den ersten Blick sofort sieht, Ostern dekorieren heißt eigentlich mehr als nur ein Ei an den Strauch zu hängen. Sie haben tolle Ideen. Gibt es so etwas wie einen Osterdekorationstrend, einen neuen? Eigentlich nicht. Man soll einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen und einfach so dekorieren, wie man möchte. Jeder mag eine andere Farbe. Wir mögen es halt so. Und wenn die Kunden zu uns kommen, beraten wir sie auch gerne. Und ich denke mir, das wird schon. Dass bei den Eiern oft die Farbe gelb überwiegt, hat das was mit den Küken zu tun? Womit hat das was zu tun? Eigentlich nicht. Ich denke mir, das ist einfach aus der Muse raus, weil ich habe zum Beispiel keine gelben Eier, ich habe bunte Eier. Gibt es da auch Färbetipps von Ihnen? Können Sie helfen bei der Einrichtung einer Dekoration? Was passt zusammen zum Mobiliar vielleicht oder zur Person, zum Haushalt? Geben Sie sowas? Das machen wir. Die Leute kommen mit ihrem Handy, zeigen uns ihr Mobiliar. Dann sagen wir, das passt drauf, das passt nicht. Viele suchen sich was aus, was überhaupt nicht passt. Ne? Und dann wird das mit unserem Floristen nochmal ein bisschen individuell gemacht und schon ist es fertig. Ihr persönlicher Geheimtipp, was sollte man auf jeden Fall mitnehmen? Unsere Göbelhasen. Diese berühmten Göbelhasen, wo geht es da los? Was muss ich investieren, wenn ich so ein schönes Stück haben will? Also die kleinsten kosten 12,95 und dann aufwärts bis 99 Euro. Wir hatten jetzt welche für 425. Das waren Raritäten, also ja, und die sind schon weg. Was macht die eigentlich so besonders? Sind das Sammlerstücke? Richtig. Weil es gibt nicht jedes Jahr die gleichen Göbelhasen. Es gibt welche, die sind immer da, aber es gibt jedes Jahr neue Hasen. Und das wird dann halt gesammelt, gesammelt, gesammelt. Und so haben wir auch unsere Sammler hier. Und die fragen dann immer schon, wann geht's los? Wann können wir sie holen? Ja. Dann danke, Sandra, erst einmal für den Moment. Wir sehen uns gleich in der Gourmet-Abteilung wieder. Und jetzt nochmal zur Erinnerung für Sie, liebe Zuschauer, unser großes Keramikscheune-Gewinnspiel. Sie müssen Ostereier zählen. Was müssen Sie tun? Nichts weiter als aufpassen. Im Laufe unseres Gespräches, unserer Sendung, tauchen an verschiedenen Stellen kleine Ostereier auf. Und für jedes Osterei gibt es 1% Rabatt hier in der Keramikscheune. Einfach an der Kasse melden, sagen, wie viele Eier haben Sie entdeckt. Und gleichbedeutend ist das dann mit den Prozent- oder Rabattprozenten, die Sie auf alle Produkte hier in der Keramikscheune bekommen können. So, und von den Dekorationsideen hier aus dem Wohnzimmer zu Ostern kommen wir jetzt zu osterlichen oder frühlichen